Wir begrüßen auf jeden Fall als erstes unser erstes Team des heutigen Abends. Und es ist ein so wundervolles, liebenswertes Pärchen. Ich habe sie tief in mein Herz geschlossen. Ich bin mir sicher, auch viele sind euch wegen ihnen heute hier. Es ist Team Blau, Move Electric, Jens und Nasila! Von euch muss keiner nervös sein, ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr es nicht wisst, mein Gott, ja, da wird euch jetzt keiner deswegen böse sein. Robin, wir sind mega nervös, kann ich dir sagen? Ja, 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 ich glaube, da hilft man Applaus nochmal. Ja. So, dann fängt Team Blau mit der ersten Frage an. Nee, müssen wir buzzern? Nee. Ihr müsst nicht buzzern, erste Runde, könnt ihr euch entspannen, zurücklehnen. Kann ich trotzdem? Pfeift euch die Frage rein, schaut, was da für euch richtig erscheint. Wann wurde das erste Elektroauto erfunden? So einfach kann es manchmal sein. Gegen- oder Rückfrage, damit meinst du einfach nur die Erfindung, nicht das erste straßentaugliche Fahrzeug. Oh Gott, du bist ja mega gut. Kennt genau, mich doch, ich bin Ingenieur, ich will alles ganz genau wissen. Ich glaube, wenn wir jetzt mal auflösen, wir glauben, es war tatsächlich A. Nee, die Antwort ist richtig! Yeah! Das war aber ein falsches Spiel. Oder D. Immer dienstbereit. Was lacht ihr denn da? Ich würde ja spontan D sagen, aber ich habe das noch nicht beantwortet. Das war jetzt nur ein Witz. Also es ist gut, dass da Bremen nicht in der Liste steht, weil das könnte ich sofort auch. Da kommst du her. Ja, hierher, ist, ja. Ja, ich bin ja Bremer und das mit den Ladepunkten da ist eine Katastrophe. Ist gut, Rivalität muss hier schon sein, sonst nehmen wir das ja gar nicht ernst. So, richtig schönes Buzzer-System haben wir hier. Also. Das macht wahnsinnig technisch. Ah, oder? Das ist so toll. Könnte ich den ganzen Abend machen. Effizient. Jens. Ach so, scheiße. Ich wollte gerade sagen, dass ich die Frage noch nicht gehört. Ich habe die Spielregeln vergessen. Ich dachte, du liest die Frage jetzt noch vor, aber das stimmt ja gar nicht. Also wisst ihr es, wenn ihr es wisst, bitte. Das ist aber jetzt eine komische Situation. Was mache ich denn jetzt? Dann auch ich buzzern und Jens muss antworten. Ja. Danke. Ein guter Plan, oder? Super Plan. 10 blaue Audi e-tron fahren eine Strecke von 200 Kilometern. Auf dieser Strecke haben Sie einen Verbrauch von 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Welche Farbe haben die Autos? Blau. Richtig! Das war aber einfach, Team oder? Blau. Ja. Das war eindeutig eine Team-Blau-Frage. Aber da hat man gemerkt bei Jens schon so, ich bin am Rechner. Ja, er war am Rechner. 100 Kilometer, 20 Kilometer mal hoch, 3 durch 10. Du hattest gemeint am Buzzer. Oder? Boah. Ich hab mal gebuzzert. Der Ingenieur. Ich weiß es noch nicht. 4, 3, 2, 50 1. Falsch. Leider falsch. Ah! Da hast du aber, du wusstest noch nicht mal, die Antwort hast schon gebuzzert. Ja klar, das hast du in 5 Sekunden, rechnest du das schnell aus. Ja. Brian Johnson ist mal wieder auf der Autobahn der Hölle. Ding. 3, 5, 4. HC, DC. ACDC. Natürlich. ACDC. Leute, go, 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 Nasilla, go. Anfeuern, Leute, wir müssen alles geben. Schatz, hast du es durchgehalten? 20 Kilometer. Das war verdammt anstrengend. Ich muss mich um ihn kümmern. Also. Das ging gar nicht. Ich habe alles gegeben. Ja, war gut, oder? So schnell kann man sich erholen. Du bist ja auch geil. Davor. Du musst davor. Also du musst es festhalten, so. Mit der Seite sozusagen. Bestens genau. So. Ja! Mega! Es geht jetzt um alles, ne? 1,4 Kilowattstunden. Ah, okay. Ah, das kriegen wir nicht mehr. War der Regenschirm die richtige Wahl? Sie geben alles, das kann man ja, ihnen nicht. Ja, kann man das ist schwierig nicht mit den Dingen. Sie machen alles, was ja, super. Geht. Super! Ja, ja! Aber ihr habt das gemacht. Super gemacht, Jungs. Wirklich. Dankeschön. Ihr habt das hart, super gemacht. Ist halt so. Echt hart. Ja, ich denke, wir sind soweit. Jens, wollen wir ein Bierchen haben? Aber unbedingt. Ach, guck mal, da kommt's ja schon. Woher wusstet ihr das? Danke. Kleiner Tipp. Warte ab, bis ich die Frage stelle. Ja, ich bin ja lernfähig. Aber ist nur so ein Tipp. So. Okay, nicht, dass er umfällt, ne? Ja, das schätzt du dich so stark ein, dass du den ganzen Buzzer in den Boden rammst. Im Spielelan, ne? Wer weiß. Mein Buzzer funktioniert nicht. Warte mal. Mach mal einen Buzzer-Test. Ja, jetzt funktioniert er. Da musst du halt nicht da sein. Für was steht SOH? Ah,
State of Health. Richtig! Ja! Ist aber schneller. Super. In 20 zu 15. Aber fallen nicht, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht.